Also hallo, hier ist der Alex im Laden zum Rockreport von Jojo. Drei junge Herren und die stellen sich ganz einfach mal vor. Hallo, ich bin der Sven von beiden Projekten der Keyboarder. Ja, ich bin der Thorsten, ich bin der Sänger von Kölnzeit. Ja, hallo, ich bin der Jan, ich bin der Sänger von Prisoners of Society. Gut, okay. Man hat euch im Ossi gesehen, zusammen. Ja, Musikrichtung Independent. IBM, warum gerade das und nicht was anderes? Die Musik, die wir machen, die liegt uns so richtig im Blut. Also damit können wir unsere Probleme oder das, was wir sagen wollen, am besten ausdrücken. Also auch musikalisch. Also da kommt richtig die Kraft rüber, sag ich mal so. Ja, unsere Musik ist im Prinzip ja, so, wie die Zeit zur Zeit ist. Also genau. Ziemlich hart teilweise. Okay, ich habe mir von euch ein paar Texte angehört, durchgelesen und auch mir das mal auf mich wirken lassen. Mir kam das so vor, politische Probleme, Alltagsprobleme. Wer schreibt bei euch die Texte und wer dichtet das und wo macht ihr eure Aufnahmen, Tonstudio? Okay, die Texte schreibt der Thorsten, unser Sänger. Unsere Aufnahmen tun wir beim Jan zu Hause machen. Proberaum und so haben wir leider nicht. Ja, ich muss dazu sagen, dass im Prinzip ich nur die Texte von Kölnzeit mache. Ja, praktisch die Texte von Prisoners und ab und zu nehmen wir auch mal, wenn mal jemand einen guten Gedanken hat oder so, ein Fan oder so von uns, dann nehmen wir auch mal einen Text von denen oder so. Ja, und das sind eigentlich ganz einfache Themen aus dem Leben, die uns bewegen einfach, oder die zumindest mich bewegen jetzt. Und die sind eigentlich auch ganz einfach geschrieben, so von der Wortwahl her, weil sie eigentlich auch jeder gleich verstehen soll. Also ich würde eigentlich noch weniger sagen, dass sie so unbedingt politisch sind. Eher einfach nur wirklich aus dem Leben so gegriffen und mit eigenen Gedanken und Ansichten, so sage ich mal, aufgearbeitet, und das soll auch jetzt auf keinen Fall irgendwie belehrend oder sowas wirken, sondern nur mal ein Standpunkt von Denkanstoß, Denken anregen auf alle Fälle. Ist mir auch aufgefallen, im Ossi ging es eigentlich dann so, erst nach der Weile kam dann die Stimmung so richtig rüber von euren Fans da. Die Resonanz bei euren Konzerten, wenn ihr in Pulsnitz seid oder wo ihr schon alles aufgetreten seid, kriegt ihr das, wenn ihr auf der Bühne steht, mit? Ja, die Resonanz ist eigentlich ganz gut. So bekannt sind wir an sich eigentlich noch nicht. Und wir haben auch nur in dem Umkreis bis jetzt gespielt und so. Okay, zum Beispiel im Jugendclubhaus haben wir viele neue Stücke gespielt. Die haben viele noch nicht gekannt. Da hören sich die Leute das erstmal immer an. Und man muss so sagen, also ich persönlich, ich spiele lieber in kleinen Clubs oder so, als in so einen großen Hallen oder so. Na, Hallen, okay. Aber in so einen großen Räumlichkeiten, das ist eben, da kommt irgendwie die Atmosphäre besser rüber in den kleinen Clubs. Und da geht es dann eigentlich schon manchmal ganz schön heftig zu bei uns, ne? Eine neue Single, ein neues Tape, ist das in der Mache oder kommt ja da irgendwann in der nächsten Zeit wieder was? Anfang Oktober etwa wird man von uns ein neues Tape erwarten können.
was auch bei beiden Bands auch ein bisschen wieder weitergeht, in neue Richtungen auch schreitet. Das vielleicht sogar einige von euch kennen.